Ganz herzlich willkommen zu unserem Weltspezial. Die Nachricht von der Krebserkrankung des britischen König Charles war ein Schock für die meisten Briten, hat aber auch weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus für Bestürzung gesorgt. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs wünschten dem 75-Jährigen gute Besserung. Sein Sohn Prinz Harry, der soll sich bereits auf den Weg nach London gemacht haben, allerdings ohne seine Frau Meghan. Die große Frage, die nun viele beschäftigt, ist, wie krank ist Charles wirklich? Er selbst verbreitet jedenfalls Optimismus. Der König hat Krebs. Die britischen Zeitungen kennen an diesem Morgen nur ein Thema. Gewohnt plakativ verkünden sie die Nachricht. Kurz zuvor gibt der Buckingham-Palast diese Mitteilung heraus, die für Bestürzung und Erschütterung sorgt. Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt. Die anschließenden diagnostischen Tests haben eine Form von Krebs ergeben. Seine Majestät hat ein Programm regelmäßiger Behandlungen begonnen und die Ärzte haben ihm geraten, während dieser Zeit keine öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen. Die Staatsgeschäfte wolle er wie gewohnt weiterführen. Der König danke seinem Ärzteteam für das rasche Eingreifen. Der Krebs wurde anscheinend nur zufällig während seiner jüngsten Prostatabehandlung festgestellt. Laut dem Palast habe Charles sich entschlossen, die Diagnose mitzuteilen, um Spekulationen vorzubeugen. Und in der Hoffnung, dass dies zu einem besseren Verständnis für die Krankheit beiträgt. Erst vor wenigen Tagen hatte Großbritanniens König nach einer Prostata-OP das Krankenhaus verlassen. Nach Bekanntwerden der Diagnose erreichen König Charles Genesungswünsche aus der ganzen Welt. Bei einem Besuch in Las Vegas spricht eine Reporterin US-Präsident Joe Biden auf die Krebserkrankung von Charles an. Biden antwortet: Ich habe gerade von der Diagnose gehört. Ich mache mir Sorgen um ihn und werde ihn anrufen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wünscht seiner Majestät Charles III. Eine schnelle Genesung. Ex-Premier Boris Johnson sagt, das ganze Land drücke dem König die Daumen. Der amtierende Premier Rishi Sunak schreibt, er habe keinen Zweifel, dass der König in kürzester Zeit wieder zu voller Stärke zurückfindet. Die frühere Premierministerin Liz Truss sagt, der König werde in ihren Gedanken und Gebeten sein und fügt hinzu, Gott schütze den König. Trotz aller Offenheit des Palastes nach der Krebsdiagnose, um welche Form von Krebs es sich handelt, teilt der Buckingham-Palast nicht mit. Fragen wir nach bei Alina Quast, zugeschaltet aus London. Alina, wir haben es gerade gehört, der Palast ist sehr offen mit dieser Diagnose umgegangen. Bislang hat man aber jetzt nicht genau gesagt, um welchen Krebs es sich handelt. Warum ist man denn dieser Frage dann doch so zurückhaltend? Ja, da ist man weiterhin zurückhaltend, denn es war ja sowieso schon überraschend, dass diese Meldung überhaupt kam. Für die Briten ein großer Schock. Und wenn man den britischen Medien glaubt, dann war es auch ein Schock für den König selbst, diese Diagnose zu bekommen, die ja quasi, ja, die ist entstanden, während er sich einer Behandlung wegen seiner vergrößerten Prostata unterzogen hat. Und da ist dann wohl was Unübliches aufgefallen. Was genau, das wissen wir nicht. Das wurde nicht veröffentlicht. Das kann man damit begründen, natürlich mit Privatsphäre. Wenn man jetzt genau sagt, welcher Krebs, dann haben natürlich noch mehr Menschen dazu eine Meinung und eine Behandlungsmeinung. Da hält man sich weiterhin bedeckt. Warum ist man damit überhaupt an die Öffentlichkeit getreten? Ja, die einen sagen, reiner Pragmatismus, sowas sickert durch in der heutigen Zeit. Und andere, die sagen, König Charles will damit ganz klar signalisieren, ich bin nah beim Volk, ich bin offen, die Palastwände sind nicht immer nur dick, sondern ich lasse da auch etwas durch, um den Menschen einfach auch nah zu sein und auf das wichtige Thema Krebs aufmerksam zu machen. Also mehr weiß man da Stand jetzt nicht, aber die Schlagzeilen, die überschlagen sich hier natürlich in London. Alina, was sagt denn nun das Volk, was du eben angesprochen hast? Was sagen die Briten zur Erkrankung des Königs? Wie wird das Ganze denn diskutiert, auch in den Medien? Ja, ich habe es eben gesagt, also immer neue Meldungen in den Medien, da wird natürlich viel diskutiert, da wird auch viel spekuliert. Die Menschen, mit denen ich hier heute Morgen gesprochen habe, die haben auch gesagt, sie waren davon überrascht, sie waren geschockt, sie haben damit nicht gerechnet. Man wusste ja, er unterzieht sich einer Prostatabehandlung.
das hat ja schon für Aufsehen erregt, dass überhaupt diese Neuigkeit aus dem Royal Palace vermeldet wurde. Aber diese Sache jetzt mit Krebs, das ist natürlich noch mal etwas ganz Neues. Das ist schockierend für viele. Wir wollen einmal reinhören, was die Leute mir erzählt haben hier heute Morgen. Ich denke, das ist traurig, besonders angesichts des kürzlichen Todes von Queen Elizabeth. Das ist ein weiterer Schlag für die Königsfamilie. Ich hoffe, dass die Familie jetzt zusammenkommt. Sehr traurig. Ich war geschockt, als ich es gehört habe. Ich wusste noch von nichts. Das ist sehr schlimm für Charles. Er macht seinen Job gut. Er ist ruhig und fokussiert auf seine Kernthemen wie Umweltschutz. Mein erster Gedanke war, er ist so kurze Zeit König. Und dann dachte ich, das wird der königlichen Familie ganz schön zusetzen, weil jetzt der Druck auf die Familie weiter zunimmt. Aber er ist am Ende nur ein Mensch wie jeder andere, der an einer schweren Krankheit leidet. So sehe ich das. Das tut mir sehr leid für ihn. Überrascht hat es mich nicht. Mich überrascht nichts mehr. So etwas kann jedem passieren, zu jeder Zeit. Ich denke, diese Nachricht wird die Briten ganz schön treffen. Große Bestürzung, also Alina, hören wir in Großbritannien. Aber man fragt sich natürlich auch, wer wird denn jetzt die öffentlichen Termine anstelle von Charles absolvieren? Werden wir jetzt häufiger Camilla sehen oder dann tatsächlich William und Kate? Ja, Kate sicherlich nicht, denn Kate erholt sich ja auch noch von ihrer Bauch-OP, die sie vor wenigen Wochen hatte. Und sie fällt bis Ostern aus. Und Prinz William hatte sich daraufhin ja auch zurückgezogen, um bei seiner Frau, um bei seinen Kindern zu sein. Aber da hat jetzt der Palast kurz vor der Meldung gemeldet, dass Prinz William jetzt seine öffentlichen Auftritte wieder wahrnimmt. Sicherlich auch, um zu zeigen, das Königshaus ist trotz dieser schrecklichen Nachricht stabil. Die Monarchie funktioniert, die Monarchie lebt so weiter, wie sie erst einmal ist. Also damit können wir rechnen, öfters William zu sehen, aber auch öfters Camilla zu sehen. Gesehen haben wir heute auch schon Prinzess Anne, die einen öffentlichen Termin wahrgenommen hat. Also da funktioniert weiterhin die Firma, wie man ja auch das Royal Königshaus hier in London nennt. Jetzt muss man dazu sagen, dass Prinz William natürlich einige Aufgaben übernehmen kann von König Charles. Es wird in den Medien auch darüber spekuliert, falls jetzt König Charles nicht mehr handlungsfähig sein sollte, dann gäbe es nämlich auch die Möglichkeit, nach dem Protokoll die Regentschaft zu übergeben, ohne dass König Charles abdanken muss, sodass quasi Prinz William die Aufgaben eine Zeitweise übernehmen kann als Monarch, aber König Charles kann Monarch bleiben. Nichtsdestotrotz, die britischen Medien sind oftmals gut informiert, allein deshalb, weil das Königshaus natürlich auch gezielt Informationen an die Presse durchsticht. Und da können wir auch lesen, dass es heißt, dass König Charles guter Dinge ist, positiv gestimmt ist, arbeiten möchte, diese Diagnose ein großer Schock ist. Also da wird auch versucht, Optimismus zu versprühen in all dem Schrecken, die diese Nachricht beinhaltet. Kann man natürlich sehr gut nachvollziehen. Dankeschön, Alina, für diese ganz aktuellen Infos. Man fragt sich natürlich auch, was passiert eigentlich gerade hinter den Kulissen im Buckingham Palace? Bis dato hat sich King Charles tatsächlich noch nie vertreten lassen, obwohl dies ja durchaus möglich wäre, wie wir gehört haben. Unterstützung bekommt er aber, und zwar von seiner Familie. Nicht mal ein Jahr ist es her, dass Charles zum König gekrönt wurde. Und schon müssen sich die Briten um ihren Monarchen sorgen. 500 Termine hatte King Charles III. Allein 2023 wahrgenommen. Nun sieht er sich während seiner ambulanten Krebsbehandlung in der London Klinik auf ärztlichen Rat erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. Der 75-Jährige will allerdings weiterhin Regierungspapiere lesen, sowie zu den wöchentlichen Terminen mit Premierminister Rishi Sunak erscheinen. Die BBC berichtet, es werde erwartet, dass andere Mitglieder des Königshauses Charles vertreten. So hatte etwa Queen Camilla ihre letzten Termine wie die Eröffnung einer Krebsstation vor einer Woche unverändert absolviert. Und auch Charles Sohn William
William, der sich nach der Bauch-OP seiner Frau Kate in den letzten Wochen um sie gekümmert hatte, wird nach Angaben des Buckingham-Palastes ab morgen wieder im Einsatz sein. Charles II. Sohn Harry, der mit dem Königshaus gebrochen hatte, will in den nächsten Tagen aus den USA zu seinem Vater nach London reisen. Es ist das erste Anzeichen einer Annäherung zwischen Harry und dem König, seit die Familie durch seine Netflix-Dokumentation, seine Memoiren und andere Fernsehinterviews in die Öffentlichkeit geraten ist und er sich sehr kritisch über sie geäußert hat. Und so ist dies das erste Mal, dass er nach Großbritannien zurückkehrt, um seinen Vater zu besuchen. Dass Charles abdankt, wird bislang nicht erwartet. Denn in seiner Rede an die Nation nach seinem Amtsantritt hatte er das Versprechen der verstorbenen Queen Elizabeth, den Briten ein Leben lang zu dienen, erneuert. Es ist nicht wie bei anderen königlichen Familien in der Welt, wo, wenn ein König krank ist, sein Sohn oder seine Tochter als Regent einspringt und an seiner Stelle regiert, während er außer Gefecht ist. So machen es die Briten einfach nicht. Sie regieren wirklich bis zu ihrem Todestag. Sollte Charles entgegen aller Erwartungen doch abdanken, wäre sein ältester Sohn Prinz William der Thronfolger, gefolgt von dessen Kindern George, Charlotte und Louis. Erst dann käme Prinz Harry, der zwar seine royalen Pflichten, aber nicht seinen Platz in der Thronfolge aufgegeben hat. Dass King Charles seine Krebsdiagnose überhaupt öffentlich gemacht hat, ist für die Royals äußerst ungewöhnlich. Denn dazu verpflichtet ist die Königsfamilie nicht. Einmal zeigt er natürlich, dass es ihm selbst gut geht und dass er optimistisch in die Zukunft schaut. Andererseits will er damit sagen, dass die Briten sich um die Monarchie keine Sorgen zu machen brauchen. Und ich denke, diese Botschaft stimmt zuversichtlich und macht Hoffnung und zeigt gleichzeitig, Charles ist ein moderner Monarch, der auch die Palastmauern so ein bisschen gläsern machen will. Charles, ein nahbarer König, der so auch die Krankheit Krebs weiter enttabuisieren und das Verständnis der Menschen gegenüber Erkrankten fördern will. Das Thema wollen wir natürlich noch ein bisschen vertiefen. Im Studio ist Henry Donovan, er ist deutsch-britischer Journalist. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Also man muss ja sagen, das Königshaus, das hat eine Menge hinter sich in den letzten Monaten und Jahren. Wie schwer trifft Sie jetzt die Erkrankung des Königs? Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil die Monarchie ja sehr lange in Großbritannien von der Queen getragen wurde. Und solange sie am Leben war und das Zepter im wahrsten Sinne des Wortes getragen hat, war es eigentlich fast egal, was darunter irgendwie passiert ist. Und ja, Charles in den 90er Jahren, 80er Jahren mit Diana, dann kam heraus, dass er Diana lange betrogen hatte mit seiner heutigen Frau Camilla. Und dann am Ende haben sich die Briten doch damit irgendwie versöhnt und Charles doch irgendwie in ihre Arme genommen. Und jetzt ist er seit noch nicht mal einem halben Jahr, doch ein bisschen mehr als einem halben Jahr gekrönt und hat jetzt schon diesen nächsten Schicksalsschlag, den er jetzt verkraften muss. Vor allem nach dem harten Schlag mit seinem jüngsten Sohn Harry. Die ganzen Skandale, die da kamen, waren viele Sachen auch dabei, die an Verrat grenzten, auch innerhalb einer Familie. Ich glaube, das ist einfach extrem viel, was da gerade auf sich genommen wird. Nun hat Harry sich schon auf den Weg gemacht, eilt sofort zu seinem kranken Vater, bezeichnenderweise ohne seine Frau, wobei man auch sagen könnte, gut, die kümmert sich um die Kinder, wäre aber nicht unbedingt ein Grund. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Könnte es tatsächlich sein, dass diese so hart verstrittene Familie über die Krankheit dieses Monarchen dann doch tatsächlich wieder zueinander findet? Ja, ich glaube, also man würde natürlich andere Sachen erwarten, gerade von Harry. Aber ich glaube, das ist das Mindeste, seinen kranken Vater so schnell es geht zu besuchen. Aber es ist schon sehr symbolisch und bezeichnend, dass Meghan zu Hause bleibt, weil die Familie hätte die Kapazitäten wahrscheinlich mit einer Nanny. Die Kinder sind nicht mehr allzu jung, das irgendwie abzufedern oder die Kinder mitzunehmen. Die haben ja auch ihre Cousinen und Cousins vor Ort. Das ist schon sehr deutlich, dass der Bruch da, glaube ich, nicht mehr so zu kitten ist. Also die Tatsache, dass sie da bleibt, zeigt eigentlich schon, dass es hier nicht wirklich versöhnungstaugliche Momente geben könnte. Absolut. Und ich glaube, das ist einfach ein Sohn, der seinen kranken Vater besucht. Ich glaube, das bedeutet nichts in die Richtung, dass er irgendwie wieder in die royalen Geschäfte mit aufgenommen wird. Mhm. Schauen wir mal auf Queen Camilla. Der kommt natürlich jetzt auch eine besondere Rolle zu. Werden wir die jetzt häufiger noch in der Öffentlichkeit sehen? Wird sie diejenige sein, die jetzt seine Termine auch hauptsächlich übernehmen muss? Wir haben es ja auch gerade noch mal gehört. William muss sich ja auch ein bisschen um seine Frau kümmern. Absolut. Ich glaube, diese Kapazitäten sind total ausgereizt bei den Working Royals, wie man so schön sagt. Mhm. Ich glaube, dass Camilla jetzt eine neue Rolle für sich finden muss. Ähnlich, also solange ihr Mann vor allem auch noch lebt, ähnlich wie die Queen Mother es damals bei ihrem schwerkranken
Mann, dem Vater von Queen Elizabeth, tun musste. Ich glaube aber, dass sie nicht mehr Termine aufnehmen wird und auch nicht vor allem die des Königs. Das wird leider alles bei Prinz William jetzt erstmal sein. Und sie wird dann wahrscheinlich eher die anderen Termine abnehmen, die vielleicht Kate dann sonst gemacht hätte. Jetzt wollen wir mal ein bisschen spekulieren. Wir wollen natürlich wirklich nicht hoffen, dass das passiert. Aber sollte sich jetzt der Zustand von Charles verschlechtern, er sogar seiner Krebserkrankung erliegen, wie würde es dann direkt weitergehen? Würde sofort William nachrücken? Ja, das würde von dem Kenntnisstand, den ich habe und auch von Unterhaltungen, die ich mit Leuten in England habe, die da dem allen sehr nah irgendwie sind, es würde sofort an William gehen. Du wirst als Prince of Wales im Vereinigten Königreich auch schon sehr eng darauf vorbereitet auf diese Rolle und übernimmst dementsprechend auch hohe Rollen und Aufträge. Mhm. Deswegen würde es sofort an William gehen. Wie glücklich oder unglücklich wäre das britische Volk darüber? Ja, ich glaube, die warten alle schon sehr lange darauf, dass Prinz William als junger, frischer König diese Monarchie übernimmt. Mhm. Aber Charles ist den Leuten doch sehr, sehr eng im Herz. Deswegen glaube ich, das würde dem britischen Volk gerade sehr schwer fallen. Mhm. Wie viel Stellenwert hat die Monarchie grundsätzlich noch in Großbritannien, vor allem eben nach dem Tod der Queen? Ist das jetzt immer noch dasselbe mit König Charles? Ja, die sind dadurch ein Umfragetief, wie man in der Politik wahrscheinlich sagen würde, auf jeden Fall gegangen, aber Charles hat das sehr gut gemacht in den zwei weihnachtlichen Reden, in den zwei Weihnachtsansprachen hat er das wirklich perfekt gemeistert und sich auch so dargestellt, wie er es als Prince of Wales in den 70 Jahren davor auch irgendwie gut etabliert hat. Deswegen, ich glaube, die Monarchie ist beliebter bei den Briten, beim britischen Volk, als man es hier spürt oder denkt. Das hat deutlich mehr damit zu tun, was es überhaupt für die Bevölkerung bedeutet. Deswegen, ich glaube, da muss sich die britische Krone gerade keine Sorgen machen. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Dankeschön, Henry Donovan, für diese Infos und Einschätzungen. Und wir wollen noch mal direkt live nach London schauen zu unserem Kollegen Arndt Striegler. Arndt, auch noch mal die Frage an dich. Prinz Harry, es wird nun sehr viel darüber spekuliert. Er ist auf dem Weg. Glaubst du, dass sich da vielleicht doch eine Versöhnung andeutet? Oder bist du auch der Meinung, nee, das ist einfach nur tatsächlich ein Sohn, ein Besorgter, der seinen Vater besucht, nicht mehr und nicht weniger? Nun, ich würde erst mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist ganz eindeutig eine Chance, würde ich sagen, für diese Familie, die ja in den letzten Monaten, Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht hat, weil sie sich zerstritten hat. Eine Chance für diese Familie, am Krankenbett des Königs wieder so ein bisschen zueinander zu finden. Wir müssen aber auch daran denken, es handelt sich ja einfach um eine Familie. Und wenn ich mal so persönlich reden darf für einen Moment, wenn mein Vater eine Krebsdiagnose bekommen würde, dann wäre das Erste, was ich tun würde, an seine Seite zu eilen, um in diesen dunklen Stunden an der Seite des Vaters zu stehen. Genau das dürfte Harry auch motivieren. Wir dürften gespannt sein, ob er hier tatsächlich heute noch direkt vom Flughafen zum Palast, zum Krankenbett von König Charles geht. Ich rechne damit ja. Und um das noch mal zu sagen, es könnte vielleicht ein kleiner Lichtstrahl sein in diesen dunklen Stunden für die britische Monarchie, dass vielleicht in Sachen Harry und Meghan zumindest ein Neuanfang gewagt wird. Allerdings ist Meghan nun ausgerechnet nicht dabei für eine Versöhnung, eine potenzielle. Hätte sie da vielleicht nicht doch lieber bei ihrem Mann bleiben sollen, an seiner Seite bleiben und mit nach Großbritannien fliegen? Nun, ich würde da erst einmal gar nicht viel reininterpretieren. Diese Diagnose, diese Nachricht, dass der König an Krebs erkrankt ist, die kam ja völlig aus dem Nichts gestern Abend. Und ich glaube, da wurde gar nicht groß geplant. Da geht man erst mal ganz schnell nach seinem Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl hat Harry ganz eindeutig gesagt, ich möchte an die Seite meines Vaters rücken in diesen schweren Stunden. Ich möchte ihm zur Seite stehen. Das dürfte, ich würde sagen, dem König auch emotional helfen. Denn wir wissen aus dem Palast, dass er sehr gelitten hat unter diesem Zerwürfnis. Darunter, dass Harry zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben hat, da viele schlimme Dinge über die Königsfamilie verraten hat. Das ist dem König ganz eindeutig nahegegangen. Und ich glaube, es wird ihm in
in diesen schweren Stunden, in denen er gerade damit umgeht, emotional damit umgeht, dass er eben Krebs hat. Ich glaube, es wird ihm emotional auch gut tun, dass er weiß, dass sein Sohn nach wie vor hinter ihm steht und ihn in diesen schweren Stunden unterstützen wird. Also das, würde ich sagen, ist ein kleiner Lichtblick bei all diesen schlechten Hiobsbotschaften, die wir jetzt gerade aus Großbritannien bekommen. Ja, und Arndt, erstaunlich ist ja schon, dass diese Hiobsbotschaften tatsächlich vom Palast selber gekommen sind. Auch schon die Prostataerkrankung von Charles und auch Kates Klinikaufenthalt. Man war sehr offen, also ungewöhnlich offen für Palast. Ja, also wie man das sonst so macht. Wie schätzt du jetzt die offene Art der Informationspolitik ein, diese neue Ära? Nun, ich finde das Ganze sehr erfrischend. Es zeigt, dass wir einen neuen Monarchen haben nach über 70 Jahren. Elisabeth II. Regiert mittlerweile König Charles III. Und dieser König setzt ganz eindeutig neue Akzente. Ich finde das erstmal alles sehr positiv. Wenn man sich die Meinungsumfragen hier in Großbritannien heute Mittag anschaut, dann zeigt, dass die Öffentlichkeit diese Meinung ebenfalls teilt. Dass zum Beispiel der König öffentlich gemacht hat, dass er sich an der Prostata operieren lässt, hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen bei Männern in einem bestimmten Alter in Sachen Prostata explosionsartig gestiegen sind. Dasselbe, würde ich sagen, gilt beim Thema Krebs. Krebs ist ja immer noch so ein bisschen ein Tabuthema. Man redet nicht gerne darüber. Und die Tatsache, dass der König ganz offen und offensiv damit umgeht, dass er der Öffentlichkeit mitteilen lässt, muss man sagen, er leide an Krebs, würde ich sagen, hilft auch so ein bisschen mit dabei, Millionen Krebspatienten in der ganzen Welt zu helfen, diese Krankheit so ein bisschen zu enttabuisieren. Also ich würde sagen, das ist ein weiterer positiver Aspekt dieser ganzen schlimmen Nachrichtenlage. Absolut, Arndt. Wie wird es denn jetzt tatsächlich direkt weitergehen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Wie sehen die Szenarien aus? Nun, es gibt ganz eindeutig einen Plan B. Ich würde mal sagen, the show must go on. Keine Frage, egal wie krank der König tatsächlich im Moment ist oder werden sollte, die Staatsgeschäfte werden weiterlaufen. Wir hören aus dem Palast heute Mittag, der König wird nach wie vor neue Gesetze unterzeichnen. Er wird jeden Tag seine Red Box aus der Downing Street bekommen. Das ist ein kleiner roter Koffer, ein Aktenkoffer, in dem wichtige Dokumente sind, die der König unterzeichnen muss. Das soll erstmal weiterzulaufen. Wir hören auch aus dem Palast, und das finde ich ganz interessant, dass der König absichtlich oder darauf abzielt, die regelmäßigen einmal die Woche am Dienstag stattfindenden Treffen mit dem Premierminister weiter aufrechtzuerhalten. Auch das sicherlich ein gutes Zeichen. Dankeschön, Arndt Strigler nach London.